An meiner Seite ist jetzt ORF3-Chefredakteurin Ingrid Thurnherr. Schönen guten Tag. Hallo. Norbert Hofer galt als die gemäßigte Stimme der FPÖ, aber im Bundespräsidentenwahlkampf 2016, da haben wir auch eine andere, angriffigere Seite von ihm kennengelernt. War er am Ende trotzdem zu soft für Herbert Kickl? Ja, für Herbert Kickl schon, für die FPÖ-Wählerschaft oder einen großen Teil der FPÖ-Wählerschaft vielleicht nicht so sehr, vielleicht auch nicht für diesen Teil der FPÖ-Wählerschaft, auf die jetzt zum Beispiel Manfred Heimbuchner in Oberösterreich ganz speziell schaut, auf einen Teil einer FPÖ-Wählerschaft, die gerne möchte, dass die FPÖ mitregiert. Herbert Kickl, so sagen es jedenfalls alle Politikexperten, die seit gestern ja reihenweise auftreten und die FPÖ analysieren, Herbert Kickl an der Spitze einer FPÖ, das wäre wohl eher die Festlegung für die FPÖ für eine ganze Weile in der Opposition zu bleiben. Denn da braucht man sich nur anschauen, gäbe es irgendeine Partei, die derzeit mit einer FPÖ unter Herbert Kickl eine Regierung bilden würde? Ich sage nein. Andreas Mölzer zum Beispiel, den wir zuvor gerade gehört haben, der sieht das anders. Der sagt irgendwie so nach dem Motto, neues Spiel, neues Glück. Man muss ja schauen, wenn Wahlen sind, dann ändern sich die Spielkarten wieder und dann kann alles wieder ganz anders sein. Aber mit Herbert Kickl gibt es eine andere FPÖ als mit Norbert Hofer. Und die gemäßigte Stimme von Norbert Hofer, die wird dann halt künftig lauter aus Oberösterreich erschallen mit Manfred Heimbuchner. Bevor wir gleich noch ein bisschen über Herbert Kickl und Manfred Heimbuchner sprechen, bleiben wir noch kurz bei Norbert Hofer. Hat der sich denn jetzt mit seinem Rückzug auch für eine Kandidatur bei der nächsten Bundespräsidentenwahl aus dem Spiel genommen? Das glaube ich eigentlich nicht, wenn es nur darauf ankommt. Denn mit dem Amt des dritten Nationalratspräsidenten hat er sozusagen den staatstragenden Job ohnehin noch inne, von dem aus der Sprung in die Hofburg gar nicht so schwierig erscheint. Allerdings, glaube ich, geht es da vor allem darum, gegen wen er im Fall des Falles dann tatsächlich antreten würde müssen. Denn gegen einen Alexander Van der Bellen nochmal in den Ring zu steigen, das will er selbst nicht, das hat er schon gesagt. Und das wäre auch ziemlich sinnlos, allen Umfragen zufolge. Da würde die FPÖ nur einen Haufen Geld in einen Wahlkampf investieren, der am Ende für Norbert Hofer ganz sicher keine Früchte trägt. Wenn Alexander Van der Bellen nicht mehr antritt, worauf im Moment gar nichts hindeutet, dann sieht das vielleicht anders aus. Dann hat ja Norbert Hofer selbst schon gesagt, naja, also ein möglicher Präsidentschaftskandidat Rudolf Anschober zum Beispiel, das wäre ein Match, das ihn durchaus interessieren würde. Also zwischen den Zeilen hört man schon, hat man schon immer wieder gehört in den letzten Wochen und Monaten, dass er ganz abgeneigt wohl nicht wäre, noch einmal in den Ring zu steigen um dieses Amt. Aber gegen einen Alexander Van der Bellen, glaube ich, wird er sich das sicher nicht antun. Anschober gegen Hofer, das wäre dann ein Duell der 2021 Zurückgetretenen. Genau. Die besten Chancen, Norbert Hofer zu beerben, hat jetzt also Herbert Kickl. Und der war ja lange Zeit als Mastermind der FPÖ bekannt, der aber eher in den hinteren Reihen fungiert hat. Hat er denn das Zeug, in der ersten Reihe die Wählerinnen und Wähler für sich zu begeistern? Das wird er erst beweisen müssen, ob er das Zeug hat, aber die Lust hat er auf jeden Fall. Aus dem durchaus sehr talentierten, spitzzüngigen Redenschreiber für Jörg Haider und Heinz-Christian Strache ist der Generalsekretär geworden, sozusagen der, wie manche Politikbeobachter auch immer wieder sagen, der Kettenhund der Partei, der immer bellt, wenn es drauf ankommt, der der Parteiführung den Rücken frei hält, wenn es wirklich kritisch ist, derjenige, der im Hintergrund die Strategien austüftelt. Jetzt steht er selbst an der Front und das hat er in dieser ganzen Corona-Krise eigentlich schon die ganze Zeit getan. Da war er derjenige, der sozusagen den Stimmenpool für die FPÖ gesammelt hat. Sein Auftritt im Wiener Prater ohne Maske, der ist mittlerweile in FPÖ-Kreisen wahrscheinlich schon ein bisschen legendär geworden. Da hat er sich so richtig zu einer Art Anführer dieser Bewegung gemacht, die eben mit den Corona-Maßnahmen der Regierung nicht einverstanden ist und hat alle diese Stimmen zusammengesammelt, auch solche, die andere FPÖ-Wähler wahrscheinlich nicht in ihren Reihen haben wollen. Wir erinnern uns, da waren alle möglichen Leute bei solchen Kundgebungen dabei, die im rechtsextremen Lager zu Hause sein. Sogar Gottfried Küssel, der verurteilte Neonazi, war immer wieder gesichtet worden bei solchen Kundgebungen. Also das ist jetzt nicht unbedingt nur ein Publikum, das jeder FPÖ-Wähler, jede FPÖ-Wählerin gerne in ihren Reihen sieht. Aber Herbert Kickl hat sich sozusagen zur lauten Stimme dieser Gruppierungen gemacht. Und mit dieser Positionierung kann er wahrscheinlich eine
bestimmte Gruppe sehr fest an die FPÖ binden, aber darüber hinaus ist schon fraglich, wie groß seine Wirkkraft sich entfalten kann. Und das hat ja auch zum Beispiel Manfred Heimbuchner ziemlich klar durchklingen lassen, dass er eine andere Positionierung für die Partei sieht, nämlich eine, die die Partei durchaus als konsens- und regierungsfähig, wenn auch rechts der Mitte, aber konsens- und regierungsfähig sieht und gerne positioniert hätte. Und das ist mit einem Herbert Kickl, so wie er im Prater aufgetreten ist vor ein paar Monaten, sicher nicht der Fall. Heimbuchner ist der wohl mächtigste parteiinterne Widersacher Herbert Kickls, aber er hat im September eine Wahl zu schlagen in Oberösterreich. Wie beeinflusst denn die jetzt diesen Machtkampf auf Bundesebene? Naja, das könnte sein, dass das eine Terminfrage wird. Vielleicht erfahren wir das ja sogar schon heute Nachmittag, denn es ist soeben gemeldet worden, dass heute Nachmittag Harald Stephan, also derjenige Abgeordnete, der jetzt interimistisch einmal den Parteivorsitz quasi übernimmt und die Übergabe orchestrieren soll, dass er und Schnedlitz, also der Generalsekretär, am Nachmittag sich bei einer Pressekonferenz zu Wort melden und dort wohl die weitere Vorgangsweise bekannt geben werden. Denn es ist eigentlich alles eine Terminfrage. Gelingt es der, sagen wir jetzt mal so, Fraktion Kickl, da einen sehr schnellen Machtwechsel herbeizuführen, dann wird wohl Kickl das Rennen machen. Gelingt es der Fraktion Heimbuchner, dafür zu sorgen, dass dieser Parteitag vielleicht erst nach der oberösterreichischen Landtagswahl stattfindet und damit den Wahlkampf von Manfred Heimbuchner nicht belastet, dann werden die Karten wieder ganz neu gemischt. Also das ist jetzt, müssen wir ein paar Stunden warten, dann sehen wir, welche Strategen sich in der FPÖ wohl durchgesetzt haben. Aber das könnte sozusagen für Manfred Heimbuchner und die Gruppe, die er eher hinter sich versammeln kann, schon ein Ausweg sein, zu sagen, lasst uns doch bitte diese gewichtige Entscheidung auch für die Partei bei einem gut vorbereiteten Parteitag im Herbst dann treffen, bevor wir jetzt sozusagen Hals über Kopf in eine Lösung stolpern, hinter der dann nicht alle in der FPÖ stehen können. Denn Manfred Heimbuchner soll es ja gesagt haben, er wird alles unternehmen, um zu verhindern, dass Herbert Kickl den Parteivorsitz übernimmt. Wenn er das tun will, dann muss er es, glaube ich, heute tun. Ganz schnell tun. Er hatte heute eine Pressekonferenz angesetzt zu einem ganz anderen Thema. Die hat er natürlich abgesagt, weil er wusste, ein anderes Thema kann er heute nicht positionieren. Und zur FPÖ will er in der Früh noch nicht gefragt werden. Mal sehen, wann er sich tatsächlich dann zu Wort meldet. Aber in diesen Stunden, während wir hier stehen und während wir darüber sprechen, werden wohl die Karten gerade in der FPÖ neu gemischt. Ein spannender innenpolitischer Tag. Um 15.30 Uhr erfahren wir mehr. Wir übertragen die FPÖ-Pressekonferenz dann live. Vielen Dank, Ingrid Thurnherr. Ja.